Ich freue mich sehr, heute hier mit Ihnen die folgende Präsentation. Jetzt muss ich ganz kurz, so. Das habe ich mir überlegt, für die Struktur. Ich möchte zunächst nochmal einige Grundmerkmale und konzeptuelle Überlegungen zum Begriff und Konzept des Anthropozäns mit Ihnen teilen. Ich weiß, davon ist einiges auch schon in der ersten Veranstaltung diskutiert worden, aber ich denke, es wäre wichtig, dass wir das nochmal gemeinsam anschauen. Anschließend daran möchte ich einige Kritikpunkte formulieren und darauf aufbauend quasi als komplementäres Konzept, das in Reaktion, in kritischer Reaktion auf den Begriff und das Konzept, die Kategorie, nee, das Konzept des Anthropozäns entstanden ist, kurz die Grundüberlegungen des sogenannten Kapitalozäns vorstellen, sozusagen. Ich würde sagen, als kritische Erweiterung, Ergänzung, gar nicht unbedingt als Gegenkonzept, zu verstehen. Anschließend möchte ich auf der Grundlage dieser konzeptuellen Überlegung mit Ihnen gemeinsam einen Ausflug machen in aktuelle Entwicklungen und Bereich Naturausbeutung in Lateinamerika. Und Martin Coy hat schon darauf hingewiesen, ich habe viel gearbeitet zu dem dort seit mehreren Jahrzehnten vielleicht mindestens zwei sich konsolidierenden Entwicklungsmodell des Extraktivismus oder Neo-Extraktivismus. Mittlerweile muss ich sagen, mache ich diese Unterscheidung gar nicht mehr so stark. Ich sage da gleich noch mehr zu. In Lateinamerika mitnehmen und anschauen, was sind denn zentrale Merkmale, Kennzeichen, auf was deuten die denn hin, auch mit Blick auf die vorab diskutierten Begrifflichkeiten. Am Ende möchte ich noch mal kurz zusammenfassen, was lernen wir aus dieser Diskussion, was lernen wir auch mit Blick auf die Frage, wozu brauchen wir solche Begrifflichkeiten und Konzepte in unseren Analysen, Beschreibungen und unserer vielleicht politischen Arbeit in diesem Bereich? Und was ist das Fazit? Was nehmen wir konkret mit? Was sind sozusagen die Herausforderungen, die sich daraus ergeben, für die Auseinandersetzung der aktuellen, sich durchaus zuspitzenden sozial-ökologischen Krise. Das Anthropozän, das Zeitalter des Menschen. 2000, 2002 hat Paul Crutzen die Begrifflichkeit sozusagen in die Welt gebracht und hat es beschrieben als eine von den Menschen dominierte neue geologische Epoche, also ein neues Zeitalter. Lange Zeit war das sozusagen noch kein feststehender Begriff. Das ist bis heute auch umstritten, obgleich es 2016 bei dem damaligen internationalen Geologinnenkongress in Südafrika eine offizielle Anerkennung des Begriffs des Konzepts als neues Zeitalter, sozusagen nach dem, ich glaube, 12.000 Jahre dauernden Holozäns anerkannt worden ist. Nichtsdestotrotz bleibt es umstritten. Auch hier streiten meines Wissens weiterhin die Geologinnen, inwiefern wir es tatsächlich mit einer neuen Epoche, einem neuen erdgeschichtlichen Zeitalter zu tun haben, ja oder nein. Will Steffen, ein zweiter wichtiger Naturwissenschaftler, der sich sehr stark eingebracht hat in die Definition dieses Zeitalters, was es ausmacht, beschreibt das Anthropozän folgendermaßen: The Anthropocene implies that the human imprint, also sozusagen der menschliche Fingerabdruck, on the global environment is now so large that the Earth has entered a new geological epoch. Humanity itself has become a global geophysical force. Also die Menschheit ist zu einer globalen geophysikalischen Kraft geworden und hat dadurch auch das Erdsystem als Ganzes verändert. Natur ist heute nicht mehr natürlich, so könnte man das auch beschreiben. Christoph Görg in einer kritischen, kurzen Diskussion, einen kurzen Text
wo er sich kritisch mit dem Konzept auseinandergesetzt hat, hat es nochmal folgendermaßen auf den Punkt gebracht. Das, was das Anthropozän ausdrückt, ist, dass die anthropogenen, also Menschen verursachten Umweltzerstörungen und Veränderungen, wie zum Beispiel der Klimawandel, der Artenverlust, die Luft- und Wasserverschmutzung etc., dazu beigetragen hat, dass die Menschheit selbst aus dem Holozän vertrieben worden ist. Also die menschliche Zerstörung hat die Menschheit aus dem Holozän vertrieben, nämlich in das Anthropozän. Einige Grundüberlegungen nochmal zu dem Konzept. Görg und andere machen deutlich, dass es ein Grenzkonzept ist, a boundary Konzept, ja, nämlich an der Grenze von Naturwissenschaft und Politik. Zunächst einmal ist es eher deskriptiv, es beschreibt, analytisch ist zunächst nicht viel zu holen. Es ist beschreibend und es ist warnend. Es hat sozusagen einen politisch-ethischen Impetus. Es geht ganz stark um eine ethisch-moralische Anrufung an das Handeln. Es ist jetzt Zeit zu handeln. Wenn nicht sogar, dass es schon längst zu spät ist und man jetzt auf gar keinen Fall mehr irgendwas abwarten sollte, um gravierend umzusteuern. Das heißt, es gibt einerseits hat einen politisch-moralischen Auftrag, dieses Konzept. Innerhalb der Debatten gibt es eine Kontroverse darum, wann hat eigentlich das Zeitalter begonnen, also wann hat das Anthropozän das Holozän abgelöst, in welchem Moment. Und da gibt es sozusagen diverse Vorschläge, und das haben Sie auch in der ersten Veranstaltung schon diskutiert, während die einen VertreterInnen argumentieren, dass das spätestens oder mindestens schon mit der Entdeckung der Amerikas, also dem Beginn der Kolonialisierung des amerikanischen Kontinents durch europäische Kolonialherrscher, Herrschaftssysteme und der damit verbundenen, schon damals sehr zerstörerischen Ausbeutung der natürlichen Reichtümer der Amerikas. Schon da hat im Grunde dieses Zeitalter des Menschen seinen Ursprung genommen. Demgegenüber argumentieren andere, insbesondere auch jener Will Steffen und andere, dass es vor allem der Moment der sogenannten großen Beschleunigung, der Great Acceleration ab den 1950er Jahren merklich in Richtung Anthropozän sich entwickelt hat. Letzteres, also diese große Beschleunigung, hat unterschiedliche Merkmale, die Sie schon gehört haben. Insbesondere wichtig hier die zunehmende Entwaldung, der atomare Fallout, der Anstieg der Plastikvermüllung der Meere und anderer Ökosysteme, die rasant zunehmende Versiegelung und Urbanisierung. Hier ein typisches, immer wieder gern verwendetes Foto von einer der größten Metropolen Lateinamerikas, São Paulo in Brasilien. Aber auch die Überdüngung der Böden, der Anstieg des Ressourcenverbrauchs und aber auch der Anstieg des Rohstoffhandels global gesehen, also die zunehmende Globalisierung, die eben auch zu einem wachsenden Rohstoffverbrauch, einem wachsenden Handel mit Naturmaterialien beigetragen hat. All das sind Merkmale der sogenannten großen Beschleunigung, die darauf hindeuten, dass sich hier irgendwas verändert hat, getan hat im Verhältnis zwischen Mensch und Umwelt, Menschheit und Erdsystem. Und wenn man sich einige Kernindikatoren anschaut, die diese Beschleunigung vielleicht empirisch belegen könnten, dann findet man durchaus Begründungen für dieses Argument. Ich habe auf diese Grafik von Chancel und Piketty von 2015, die sich beschäftigt haben in einer Studie mit dem Verhältnis von sozialen Ungleichheiten global und national und CO2-Emissionen, also Klimawandel, einen Balken eingefügt, einen kleinen Balken, der läuft hier, der ist eigentlich nicht in dieser Grafik. Und dieser Balken markiert
den Wechsel zwischen den 1940ern zu den 1950er Jahren. Und in der Tat können wir feststellen, dass wenn wir uns nur den oberen Rand der Kurve anschauen, die gravierenden Steigerungen der CO2-Emissionen global gesehen finden in diesem Abschnitt statt. Zwischen 1950 und 1990. Kleine Delle, wieder steiler Anstieg, kleiner abgekurft und dann nochmal. Ab den 2000ern geht es nochmal rasant nach oben. Das heißt, im Verhältnis zu den vielen, zu den 100 Jahren zuvor, beginnt hier die große Beschleunigung im Blick auf die CO2-Emissionen. Eine interessante Information, die diese Grafik noch liefert, ist nicht nur die Messung der absoluten CO2-Emissionen von 1820 bis heute, sondern auch die Differenzierung nach unterschiedlichen Weltregionen. Und was wir hier beobachten, ist, dass es offensichtlich unterschiedliche starke Verantwortlichkeiten für CO2-Emissionen global gibt. Und dass wir dies bei der Betrachtung der Frage von, was ist eigentlich zu tun, welche Handlungsmöglichkeiten und Notwendigkeiten bestehen, wie diese gesellschaftliche oder globale Asymmetrien und Differenzen hier mit Blick auf die Verantwortung der CO2-Emissionen, also der Verursachung des Klimawandels, berücksichtigen sollten. Lateinamerika ist hier dieser grüne, dunkelgrüne Bereich. Und Sie sehen, also fürchterlich relevant wird die Region im Blick auf CO2-Emissionen vielleicht, ist sie vielleicht bis heute noch nicht im Verhältnis zu anderen Regionen. Nichtsdestotrotz steigen natürlich auch hier die CO2-Emissionen vor allem ab den 1990er Jahren stark an. Okay, das heißt, ja, CO2-Emissionen können wir bestätigen, auf jeden Fall große Beschleunigung ab den 1950er Jahren. Große Beschleunigung beobachten wir auch bei dem Rückgang der biologischen Vielfalt hier schon bereits ab dem Beginn des 20. Jahrhunderts, aber natürlich auch nochmal mit starkem Anstieg, insbesondere mit Blick auf Amphibien ab der Mitte des 20. Jahrhunderts. Die Grafik ist aus einer Studie des intergouvernementalen Beratungsgremium zur Konvention der biologischen Vielfalt. Das ist im Grunde das Pendant zum IPCC, also zu diesem intergouvernementalen Panel on Climate Change. Das kennen Sie sicherlich besser. IPBES ist häufig nicht ganz so bekannt. Nichtsdestotrotz geben die ganz furchtbar relevante und gute informative Berichte heraus über den Zustand der biologischen Vielfalt. Und in dem letzten Bericht sagen die Autorinnen Folgendes. Und zwar sagen die: Nature across the globe has now been significantly altered by multiple human drivers, with the great majority of indicators of ecosystems and biodiversity showing rapid decline. Also, die Indikatoren, die sozusagen Vielfaltsindikatoren von Ökosystemen und im Bereich mit Blick auf biologische Vielfalt, deuten alle auf Rückgang hin, auf Zerstörung von Ökosystemen und auf Rückgang von biologischer Vielfalt. Sie können hier ein paar Kernziffern entnehmen. 75% der Landfläche der Erde sind signifikant verändert. 85%, das finde ich sehr gravierend, 85% der Feuchtgebiete der Erde sind zerstört bzw. verschwunden seit 1870. Also im Grunde mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts sind eigentlich die Hälfte aller Korallen und Korallenriffe verschwunden, zerstört. Und insgesamt geht die biologische Vielfalt in terrestrischen Biomen, also Ökosystemen, großen ökosystemalen Zusammenhängen wie Feuchtgebieten, wie Regenwäldern und so weiter, zunehmend zurück, seither um mindestens 20%. Das heißt, auch hier sehen wir eine starke Beschleunigung, insbesondere im gesamten 20. Jahrhundert, aber sicherlich auch ab Mitte des 20. Jahrhunderts. Und schließlich, diese Grafik kennen Sie, das ist eine mittlerweile schon sehr bekannte Ikonografie der
menschlichen Beeinflussung des Erdsystems besser hätten die Autorinnen das nicht zum Ausdruck bringen können. Das ist hat sehr viel sozusagen Prominenz erlangt. Diese Grafik, das ist die Grafik von Johan Rockström und Kollegin des Stockholmer Umweltforschungsinstituts, um auf die sogenannte Überschreitung der planetaren Grenzen in drei spezifischen erdsystemarischen Zusammenhängen hinzuweisen, nämlich einerseits in Bezug auf den Klimawandel, die biologische Vielfalt, also den Verlust der biologischen Vielfalt hier zu sehen. Und ich weiß gar nicht, ob Sie meine Hand sehen können, wenn ich darauf zeige, vielleicht macht es gar keinen Sinn. Naja. Entschuldigung, Christina, das ist absolut richtig. Dein Cursor ist für uns der Leser. Passt bestens. Dankeschön. Genau, also hier, biologische Vielfalt ganz extrem, ganz stark, auch sehr breit, sehr weit sozusagen im Bereich der Überschreitung dessen, was sozusagen das planetare Erdsystem eigentlich abpuffern kann aufgrund der natürlichen Reproduktionsmöglichkeiten aller erdsystemarischen Zusammenhänge, aber auch stark überstritten ist der Nitrateintrag in Böden und eben hier im Bereich CO2-Emissionen, Klimawandel. Das sind die Bereiche, in denen die Autorin dieser Studie argumentieren, sind die Grenzen des Belastbaren im Erdsystem längst überschritten aufgrund anthropogener Einflussnahme. Ganz stark. Die grünen inneren Zirkel, die beiden hier der Abbildung, beschreiben den Bereich, den sogenannten Bereich der Safe Operating Space, haben Sie sicherlich auch schon von gehört. Also hier in diesem Grenzbereich, wenn hier sozusagen die Werte sich hierin widerspiegeln, das tun sie in den anderen erdsystemarischen Zusammenhängen, die aufgeführt werden, durchaus. Dann bewegen wir uns noch in einem sicheren Hafen, in Anführungsstrichen, ja, sozusagen sicher im Sinne von für unsere menschliche Reproduktion, aber auch für die Reproduktion der Ökosysteme, der natürlichen Zusammenhänge selbst. Auch hier sehen wir eindeutig, okay, das ist deutlich, hier hat sich was getan und die Idee, dass es einen grundlegenden Veränderung gegeben hat im Zusammenhang, im Verhältnis zwischen Menschheit und Erdsystem, ist empirisch absolut belegbar. Nichtsdestotrotz gibt es Kritik an dem Konzept und ich habe vier wichtige Punkte aus meiner Sicht mitgebracht und dann einen werde ich noch mal etwas expliziter formulieren, und zwar den letzten. Eine Kritik richtet sich darauf, dass die Autorin und die Vertreterin, die Apologetin des Konzeptes im Wesentlichen eine globale Perspektive einnehmen, sozusagen vom Erdsystem als Ganzes sprechen. Natürlich, es geht um eine erdzeitliche Epoche, natürlich schauen die sich sozusagen die Erde als Ganzes an. Das wiederum bedeutet aber, dass konkrete lokale Kontexte und Erfahrungen, in denen möglicherweise krisenhafte Zusammenhänge von Umweltzerstörung sehr viel expliziter die Lebensbedingungen verändert, als das abstrakt vorstellbar ist, wenn man von einem Anthropozän spricht und dem sozusagen vermeintlichen menschlichen Fingerabdruck, der sich in der Erdkruste abzeichnet. All das spielt keine Rolle. Das geht sozusagen rein um geologische, naturwissenschaftliche, globale Perspektiven. Damit missachten wir konkrete lokale Kontexte und Erfahrungen, die möglicherweise auch auf Alternativen hindeuten könnten. Die werden sozusagen nicht sichtbar in der Auseinandersetzung. Zweitens stellt sich die Frage, insbesondere aus einer postkolonialen Perspektive, in einer poststrukturalistischen Perspektive, die Frage, wer spricht hier eigentlich? Also wer sind eigentlich die Sprecherinnen dieses neuen Menschheitserdsystems? Also wer ruft es aus und wessen Stimmen werden hier eigentlich besonders laut beziehungsweise tauchen gar nicht auf in der Debatte? Und es sind insbesondere Stimmen des globalen Südens. Ich habe übrigens
ganz bewusst diese beiden Bilder nochmal mitgebracht. Sie kennen die Herren, also Paul Crutzen, der leider verstorben ist, und Wils Steffen. Das sind nichts gegen diese beiden sehr ausgewiesenen Naturwissenschaftler. Aber wir müssen schon sagen, dass wir durchaus eine hegemoniale Dominanz beobachten können von männlichen, weißen Naturwissenschaftlern, die die Debatte um das Anthropozän aus dem globalen Norden massiv befördern. Andere Stimmen aus anderen wissenschaftlichen Disziplinen sind bislang noch sehr leise nur zu vernehmen. Das nimmt zu. Also wir haben ja jetzt auch diese Vortragsreihe hier, wird ja deutlich, auch die Gesellschaftswissenschaften und die sozusagen eher kritischeren, also wissenschaftlichen Disziplinen, die sozusagen an der Schnittstelle von Natur- und Sozialwissenschaften operieren, wie zum Beispiel die Geografie, setzt sich jetzt mit dem Konzept auseinander. Aber wie gesagt, die besonderen, die Setzer, die Themensetzer sind vor allem Naturwissenschaften und männlich und globaler Norden, vielleicht so als Schlagwörter hier zu nennen. Das heißt aber auch, dass nicht nur nicht andere Disziplinen bisher wenig zu Wort gekommen sind in der Debatte, sondern auch, dass nicht wissenschaftliches Wissen, zum Beispiel insbesondere mit Blick auf die Amerikas, indigenes Wissen um das Verhältnis von Gesellschaft und Natur in dieser Debatte absolut keine Rolle spielt. Gleichzeitig gibt es eine Kritik daran, dass die Autorinnen des Konzeptes sehr stark auf ein imaginäres, homogenes Wir hinarbeiten. Wir müssen jetzt was tun. Wir sehen ja deutlich, dass wir die Grenzen überschritten haben. Mit unserem menschlichen Handeln haben wir sozusagen systematische Zusammenhänge nachhaltig, irreversibel verändert. Das ist jetzt sozusagen mehr als deutlich. Das heißt, jetzt müssen wir was tun. Die Frage, die sich mir stellt, wenn ich das lese, also ich habe einige dieser Texte und Beiträge mir angeschaut, ist, wer ist eigentlich dieses Wir? Und wer soll hier eigentlich was tun? Also es bleibt sozusagen akteursunspezifisch aus meiner Sicht, von einem allgemeinen, imaginären Wir zu sprechen, das überhaupt nicht mehr differenziert nach Verantwortlichkeiten, nach bestimmten Funktionen, Rollen und so weiter und so fort. Und auch nicht mehr differenziert hinsichtlich der Frage, wer kann eigentlich wie handeln? Ja, also sozusagen auch die Handlungsoptionen sind ja gesellschaftlich sehr unterschiedlich verteilt. Etwas zum Beispiel gegen den Klimawandel zu tun oder gegen die Plastikvermüllung der Meere. Und der letzte Punkt, und das ist der zentrale und auf den möchte ich ein bisschen näher eingehen noch, ist die Tatsache, dass diese ganze Analyse, die vorgelegt worden ist von den Vertreterinnen des Konzeptes, in keiner Weise basiert auf der Analyse der gesellschaftlichen Bedingungen, weder der Verursachung der ökologischen Krise, die sich zuspitzt, unbenommen, aber auch nicht in Bezug auf die bislang gescheiterten Problemlösungen. Es ist ja nicht so, dass es nicht bereits längst internationale umweltpolitische Maßnahmen geben würde und Programme, um in all diesen Bereichen politisch Probleme anzugehen und Lösungswege zu beschreiten. Das gibt ja seit über 30 Jahren eine internationale Klimapolitik, ziemlich genauso lang eine internationale Politik zur biologischen Vielfalt. Trotzdem nimmt die Artenvielfalt weiterhin ab. Trotzdem steigen CO2-Emissionen. Da müssen wir fragen, warum scheitern diese Ansätze? Und welche gesellschaftlichen Bedingungen führen dazu, dass die Ansätze scheitern, die gesamten Bemühungen, die ja durchaus sozusagen jetzt nicht ganz, wie soll ich sagen, nicht interessante Lösungsansätze produziert haben und besonders interessante und durchaus weitreichende Ziele formulieren. Pariser Klimaabkommen, 1,5 Grad Ziel, das ist ja nicht gerade nichts. Ja, das heißt, preskriptive Orientierung wird hier definitiv gegeben und zum Teil sehr radikal. Trotzdem gelingt es nicht. Diese Fragen werden aber in der Anthropozän-Debatte aus meiner Sicht nicht oder viel zu wenig gestellt.
Ausgehend von dieser Beobachtung fassen, und den Text kennen Sie vielleicht, Eva Löfbrandt und andere, unter anderem zum Beispiel Silke Beck, Tim Forsythe, Autorin des Textes in 2015, identifizieren die Autorin drei problematische ontologische Grundannahmen, die dem Konzept des Anthropozäns zugrunde liegen. Die erste ist eine postnaturale Ontologie. Was ist damit gemeint? Damit meinen die Autorin, also Löfbrandt und andere, dass im Anthropozän durchaus sozusagen richtungsweisend argumentiert wird, dass der kartesianische Dualismus, der sozusagen die Aufklärung, seit der Aufklärung die westlichen wissenschaftlichen Debatten, aber auch die, das Verhältnis von Gesellschaft, von Natur und Kultur bestimmen, dass dieser Dualismus, der hier gelegt wird, sozusagen das sich gegenüberstellen von kulturellen Elementen und natürlichen Elementen, dass dieses Denken, diese Trennung von Kultur und Natur mit der Ausrufung des Anthropozäns nun endgültig überwunden ist bzw. aufgehoben wurde. Natürliche Natur ist nicht länger natürlich. Ich glaube, Will Steffen selbst hat es formuliert mit: Das Ende der Natur ist gekommen. Also dieses Ende der Natur unter uns wurde auch schon öfter ausgerufen und nicht erst seit 2003. Nichtsdestotrotz, wichtig ist, dass diese Debatte sehr relevante Folgen eingenommen hat und dass viel weitere Kreise nun endlich über diese Überwindung dieses Dualismus nachdenken, aus meiner Sicht völlig richtig. Nichtsdestotrotz bleibt dem Konzept eine positivistische und quantitative Forschungsperspektive inhärent. Das heißt, zwar wird argumentiert, dass Natur und Kultur mittlerweile zusammenfallen, aber ich habe es jetzt mit diesen Darstellungen zum Beispiel, das Konzept der planetarischen Grenzen macht es besonders deutlich. Natur wird weiterhin als messbare Sphäre außerhalb der Gesellschaft konzeptualisiert. Es wird zwar argumentiert, dass mittlerweile nichts mehr natürlich ist, weil überall sozusagen Mensch drin ist, aber nichtsdestotrotz in der Darstellung und in der Vermessung der Erde in Anführungsstrichen schleicht sich aus meiner Sicht erneut ein Naturgesellschaft-Dualismus durch die Hintertür wieder ein. Ja? Dadurch, dass wir sozusagen eine sehr positivistische und quantitative Forschungsperspektive beobachten können. Die zweite problematische ontologische Grundannahme, die sich im Anthropozän-Konzept zeigt, ist, wird von den Autorinnen Löfbrandt und anderen als postsozial beschrieben. Was bedeutet das? Ich weiß nicht, David Baskin, ich habe es vergessen, wie sein Vorname ist, argumentiert in einer Publikation folgendermaßen: The Anthropocene reveals the power of humans. Absolut, keine Frage. But it conceals who and what is powerful and how that power is enacted. Das heißt, die sozialen Verhältnisse werden in dem Konzept nicht zugrunde gelegt. Das heißt, sie werden verschleiert von den sozialen Differenzen und die Möglichkeiten zu handeln, also wie Macht sozusagen wirksam wird im Verhältnis von Gesellschaft und Natur. How power is enacted, wird abstrahiert. Das ist aus meiner Sicht, insbesondere aus einer lateinamerikanischen Perspektive, hochproblematisch. Nicht nur in Lateinamerika, weltweit ist Natur immer schon, und hier zitiere ich einen Geografen, und ehrlich gesagt verstehe ich mich manchmal mehr als Geografin als Politikwissenschaftlerin. Noel Castré hat schon Anfang der 2000er Jahre ein Buch publiziert, Social Nature, und er argumentiert, Nature is social all the way down. Das heißt nicht, dass Natur nicht auch Natur wäre sozusagen. Es gibt weiterhin sozusagen etwas Eigenes, was Natur ausmacht und von Gesellschaft auch unterscheidet. Nichtsdestotrotz ist insbesondere in Lateinamerika, einer Region, die sehr stark gekennzeichnet ist von den Jahrhunderten der kolonialen Herrschaft, also den 5 Jahrhunderten der Kolonialherrschaft, Natur, so wie wir sie heute vorfinden, immer racialized. Sie ist immer ethnicized, sie ist immer colonized, sie ist gendered. She's classed. Das heißt, in den
Naturverhältnissen, so wie Natur genutzt wird, zeigen sich Geschlechterverhältnisse. Lateinamerika ist eine der Regionen weltweit, in denen Frauen den geringsten Zugang zu Land haben, formal verfasst. Das heißt, Besitztiteln von Land liegen ist vor allem in Händen von Männern. Das heißt, das allein zeigt schon sozusagen, hier gibt's, haben wir offensichtlich eine vergeschlechtlichte Naturaneignung, Natur, so wie sie uns vorfinden. Das heißt, wir können aus meiner Sicht bei der Analyse der ökologischen Zerstörungen und Krisen diese sozialen Verhältnisse, die sich eben zeigen in Klassenverhältnissen, in racialisierten, ethnisierten und kolonialisierten Verhältnissen, nicht außen vor lassen. Und genau diesen Punkt hat Hector Alimonda, ist ein Tippfehler, der heißt nicht Alimanda, sondern Alimonda, in seinem Konzept der Colonialidad de la Naturaleza mit Blick auf die lateinamerikanische Natur zum Ausdruck gebracht. Alimonda argumentiert in Anlehnung an das Konzept der Colonialidad del Poder von Aníbal Quijano, dass Natur in Lateinamerika im Kontext der Kolonialherrschaft kolonialisiert wird und bis heute als solche vorliegt. Kolonialisiert heißt, sie ist zu beherrschen, sie ist unterwürfig, sie ist dazu da, ausgebeutet zu werden, und zwar zum Nutzen anderer. Sie ist dazu da, sozusagen die Reste, die übrig bleiben, liegen zu lassen, nicht weiter zu berücksichtigen. Das ist die Colonialidad de la Naturaleza, die bis heute vorherrscht. Und vor diesem Hintergrund können wir in Lateinamerika beobachten, besonders gut beobachten, weltweit ist das nicht anders, dass es zwischen der Art und Weise, wie Gesellschaft ihr Verhältnis zur Natur gestaltet und wie Gesellschaft sozusagen soziale Herrschaft konstituiert und ausübt, ein Wechselverhältnis gibt. Das heißt, in der Art und Weise, wie Natur genutzt und beherrscht wird, drücken sich auch soziale Herrschaftsverhältnisse aus. Zum Beispiel entsteht die ganze Kategorie von Race, in Anführungsstrichen Rasse. Mir fällt es schwer, den Begriff auf Deutsch zu verwenden, deswegen nehme ich den englischen Begriff, also Race. In Lateinamerika ist eng verbunden mit der Überlegung, dass die indigenen Bevölkerungsgruppen Lateinamerikas aus Sicht der Kolonialherrscher barbarische Landnutzung betrieben haben, unterprivilegiert waren und eigentlich nur dafür da waren, um sozusagen Natur in der Art und Weise verfügbar zu machen für KolonialherrscherInnen, wie sie sie gebrauchen konnten, zum Beispiel in der Ausbeutung des Goldes oder in dem Plantagenanbau mit Blick auf Baumwolle und so weiter. Bearbeitet haben das die indigenen Bevölkerungsgruppen oder später auch mit dem Beginn des Sklavenhandels afrikanische Sklaven. Das heißt, hier zeigt sich sozusagen die Kokonstitution von sozialer Herrschaft, Unterdrückung der indigenen Bevölkerungsgruppen und Beherrschung von Natur. Die Herausforderung des Anthropozäns, also nicht nur die Begründung von Naturbeherrschung, Zerstörung durch soziale Herrschaftselemente, sondern auch die Folgen der ökologischen Krise sind nicht sozial neutral und universell, wie das häufig dargestellt wird in diesem imaginären Vorstellung von die Menschheit, ja, wer soll das eigentlich sein, sondern höchst unterschiedlich. Und das wird verschleiert aus meiner Sicht, und deswegen argumentieren diese Autorinnen von einer postsozialen Anthologie, also einer Vernachlässigung der gesellschaftlichen Verhältnisse. So, letzter Punkt hier, postpolitisch. Postpolitisch meint in Anlehnung an einen weiteren kritischen Geografen, Eric Swingedow, ein sogenanntes socio-political arrangement that replaces ideological contestation and antagonistic struggle by techno-managerial planning. Also anstatt von politischen Auseinandersetzungen und antagonistischen Kämpfen, also wir handeln das jetzt mal aus, wie wir unser Verhältnis zur Gesellschaft organisieren wollen, wie wir die ökologische Krise verhandeln wollen, sozusagen im politischen Raum. Anstatt dessen tritt eine technologische Managementplanung.
Daraus folgt, dass die Lösungsvorschläge zur Bearbeitung dieser Apokalypse und der Katastrophe, in der wir uns ja eigentlich schon befinden, in den gleichen Bahnen verläuft wie vorher. Nämlich aus einer Kombination aus Katastrophismus, Apokalypse und bestehendem institutionellen Status quo. Hierzu zählen zum Beispiel technologische Ansätze, der Markt soll es richten, globale Experteninstitutionen werden einberufen und so weiter und so fort. Ich habe hier einige Beispiele aufgezeigt, die Sie alle kennen. Was nicht vorgeschlagen wird, ist gesellschaftlicher Wandel. So, Martin, kannst du mir mal ganz kurz eine Zeitangabe geben? Ich glaube also, nämlich... Du hast jetzt ungefähr 40 Minuten, du kannst aber gerne noch, also ich würde mal sagen, 20 Minuten ist auf jeden Fall noch gut drin. Alles klar, super, dann sollte ich hinkommen und ich bemühe mich auch jetzt nicht mehr ganz so breit alles auszuwälzen, ja, Dankeschön. Also, ausgehend von dieser Kritik formulieren eine ganze Reihe von kritischen Wissenschaftlerinnen aus dem Bereich der Geografie, der Politikwissenschaft, der Sozialwissenschaften und so weiter und so fort. Ich habe hier einige genannt. Das Konzept des Kapitalozäns. Und in einem Artikel von 2016 hat Elmar Altvater eine Zwischenüberschrift formuliert, und die lautet, it's the Kapitalozän, stupid. Ja, okay, ja, Mensch, es ist nicht das Anthropozän, es ist das Kapitalozän. Was will er damit sagen? Ich habe hier zwei Zitate mitgebracht. Altvater fragt, aber herrscht wirklich Anthropos? Oder ist es die bestimmte gesellschaftliche Form, die kapitalistische Produktionsweise nämlich, die ihm die Macht dazu verleiht, also dem Anthropos? Also Formfrage, Gesellschaftsformation. Wenn das so ist, fragt Altvater, ist es dann nicht erforderlich, das neue Zeitalter nicht Anthropozän, sondern Kapitalozän zu nennen? Und in einem Artikel, aus dem auch die Überschrift stammt, argumentiert Altvater nochmal, the driver of the changes was not humanity in the abstract. It was the people, die konkreten Menschen, living and working, and above all, owning, also die besitzenden Klassen, in the capitalist mode of production who have caused the thoroughgoing changes to all earth systems and formations. So, was hier zum Ausdruck kommt in diesem letzten Zitat, ist die Überlegung, dass der Kapitalismus und seine spezifische Produktionsweise, seine Rationalisierung der Welt und der Natur basierend auf Externalisierung und endloser Akkumulation, die Gesellschaft, nicht nur die gesellschaftlichen Verhältnisse und das menschliche Leben verändert hat, sondern auch Natur und die erdsystematischen Zusammenhänge selbst. Sozusagen in einem dialektischen Verhältnis. In dem Moment, wo Gesellschaft sich wandelt, wandelt sich auch das Verhältnis zur Natur, die Art und Weise ihrer Ausbeutung. Damit tritt Altvater und andere sozusagen eine Diskussion los, die sich beziehen, zurückgehen auf nochmal konkrete Überlegung der Entstehung, der Herausbildung des Kapitalismus im sogenannten langen 16. Jahrhunderts nach Fernando Braudel. Also im Grunde das lange 16. Jahrhundert ist im Grunde die Zeit zwischen 15. und 18. Jahrhundert, die Herausbildung des Kapitalismus in Europa. Und die andere Seite dieses sich herausbildenden Kapitalismus ist gemäß des verstorbenen Anthropologen Fernando Coronil, der Kolonialismus, verstanden als die dunkle Seite der westlichen Moderne und des Kapitalismus. Ohne, hier sind es Ananasplantagen im oberen Bild und unten Zuckerrohrplantagen, ohne diese andere Seite des Kapitalismus, also sozusagen die Möglichkeit, Natur auf eine bestimmte Art und Weise auszubeuten im Sinne der kapitalistischen Weiterentwicklung, Weiterverarbeitung, hätte es diese Transformation so nicht gegeben.
sei es das zentrale Argument nochmal hier, mit der Veränderung der sozialen Verhältnisse in der Zeit der Herausbildung des Kapitalismus und des Kolonialismus verändern sich auch gleichzeitig die gesellschaftlichen Verhältnisse zur Natur, die Art und Weise, wie Natur angeeignet wird, nämlich in einer Art der Ausbeutung und der Zerstörung. Besonders zugenommen hat diese Form der Aneignung im 18. Jahrhundert, in dem Moment, wo die fossilen Energieträger als Antreiber sozusagen der kapitalistischen Produktionsweise, als Schmierstoff, hat Elmer mal gesagt, der kapitalistischen Produktionsweise, also Öl, Gas und Kohle, entdeckt worden sind. In dem Moment nimmt diese Art der, nimmt dieses, diese besondere Bedeutung des Kapitalismus für die Aneignung von Natur besondere Qualitäten an. Grundlegende Überlegungen des Kapitolo 10 sind eine oder Begründung des Kapitolo 10 finden sich in der neomarxistischen politischen Ökologie. Ja, von der politischen Ökologie als Forschungsfeld haben Sie schon gehört. Und das, was hier zum Ausdruck gebracht wird oder diskutiert wird, ist das besondere Verhältnis zwischen Gesellschaft und Natur im Kapitalismus. Das ist nämlich gekennzeichnet durch einen Stoffwechsel, der vermittelt wird durch Arbeit. Ja, das heißt, Gesellschaft braucht Natur, um sich Gesellschaft zu entwickeln, zum Wohnen, zum Bauen, zum Produzieren von Waren, zum Herstellen von Nahrungsmitteln und so weiter und so fort. Das heißt, in dem Moment geht Gesellschaft immer ein Verhältnis zur Natur ein. In dieser Art der gesellschaftlichen Beziehung zur Natur verändert sich Gesellschaft. Wir entwickeln uns weiter, es gibt Straßen, es gibt Städte, Urbanisierung, gesellschaftliches Leben verändert sich, aber Natur eben auch. Das heißt, dieses besondere Verhältnis zwischen Gesellschaft und Natur vermittelt durch Arbeit, konkrete und abstrakte Arbeit, verstanden als Stoffwechsel. Das ist das zentrale Element, das das Verhältnis zwischen diesen beiden Sphären ausmacht und immer wieder deutlich, hier geht es nicht um getrennte Sphären, sondern sind dialektisch miteinander verwoben. Das eine verändert sich immer im Verhältnis zum anderen und umgekehrt. Das heißt, die besondere Art und Weise, wie Gesellschaften im Kapitalismus Natur angeeignet und verändert haben, hat nicht nur die Sozialgeschichte beeinflusst, sondern eben auch die globale Naturgeschichte. Die ökologische Krise, die daraus entsteht, wird verstanden als ein Ergebnis des immanenten Widerspruchs des kapitalistischen Produktionsprozesses. Der zeigt sich darin, dass Kapitalismus und kapitalistische Produktionsweisen ganz explizit abhängig sind von Natur. Sie sind angewiesen auf die Aneignung von Natur. Ohne die Verarbeitung und Weiterverarbeitung von natürlichen Rohstoffen in Produkte, in Waren, alles, was wir denken können, Stahl, Autos, Klamotten, Schuhe, Essen, was auch immer, Tische, Stühle, alles. Alles basiert auf einer Formveränderung von Natur. Und in dem Moment, wo aber nicht dieser Kuli in seiner Funktion für uns interessant ist, sondern als Ware, der sich Kapital verwerten lässt, also die im Verkauf auf dem Markt dazu beiträgt, dass irgendwer am Ende der Warenkette einen Profit eintreibt, in dem Moment untergräbt der Kapitalismus die sozial-ökologischen Bedingungen, auf die er im Arbeitsprozess angewiesen. Also in dem Moment, wo nur noch die Verwertung zählt, die Profitrate hochgehalten werden muss, Akkumulation am laufenden Band. In dem Moment muss Kapitalismus abstrahieren von Natur, weil natürliche Prozesse Reproduktionsbedingungen haben. Flüsse regenerieren sich von alleine, aber brauchen Zeit, wenn sie verschmutzt worden sind. Das Gleiche gilt für Böden. Das braucht Zeit. Wenn ich aber aufgrund des Akkumulationsdrucks keine Zeit habe, dann zerstöre ich sozusagen Natur, weil ich sozusagen da nicht drauf achten kann. Ja? Ich kann nicht warten, bis sich der Boden regeneriert hat. Ich muss weiter produzieren.
Und das wird als sozusagen immanenter Widerspruch der kapitalistischen Produktionsweise verstanden. Und in seiner Ausweitung, also als globales ökonomisches System, weist eben auch, oder die weist eben auch darauf hin, dass mittlerweile weltweit überall wir diese Widersprüche beobachten können, auch in den Amerikas. Das heißt, die kapitalistische Produktionsweise hat Natur auch aufgrund ihrer beschleunigten Produktionsweise in einem historischen nie dagewesenen Maße verändert. Und das zentrale Problem ist, dass eben Kapitalismus indifferent ist gegenüber den raumzeitlichen Qualitäten und Reproduktionserfordernissen. McBrien argumentiert, dass das Kapitolozän vor diesem Hintergrund zugleich das verstanden werden kann als Negrozän, nämlich die Verbindung zwischen Akkumulation auf der einen Seite und Extinktion, also Ausrottung im Grunde, aussterben lassen von Arten auf der anderen Seite. Die Folgen dieser immanenten Widersprüche sind gravierend, sozial und ökologisch. Sie zeigen sich in der Externalisierung ökologischer Problemlagen, gerne auch sozusagen im globalen Süden. Sie zeigen sich in einer permanenten Notwendigkeit, neue Bereiche kapitalistisch zu erschließen, nicht nur damit der Kapitalismus nicht untergeht, sondern auch, weil die vermeintlichen Grenzen der Natur immer wieder dazu beitragen, dass neue Flächen erschlossen werden müssen, um hochproduktiv arbeiten zu können. Das heißt, in dem Moment, wo Böden ausgelaugt sind, bedarf es neuer Böden. Boden kann man aber nicht einfach irgendwie sozusagen im Labor züchten, obgleich es hier auch erste Entwicklungen gibt. Aber das heißt, wir beobachten immer wieder die neue Einhegung und Aneignungsprozesse als Reaktion auf vorherige Zerstörungswellen. Eine weitere damit verbundene Problematik sind wachsende Konflikte um Aneignungsprozesse von Natur, aber auch gesellschaftliche Verhältnisse, die sich verändern. Und zwar mit Blick auf die Konzentration von Besitzverhältnissen in Bezug zum Beispiel in Lateinamerika auf Land. Das heißt, gerade ländliche Räume verändern sich in den Amerikas im Moment ganz rasant und massiv vor dem Hintergrund dieser Folgen aus meiner Sicht oder unter anderem der Folgen der kapitalistischen Widersprüchlichkeit der Verhältnisse zwischen Gesellschaft und Natur. Damit komme ich jetzt zum dritten Teil und den werde ich, glaube ich, abkürzen müssen, sonst haben wir nicht genug Zeit zu diskutieren. Wie zeigt sich, gleich ganz kurz nochmal zurück, wie zeigt sich das nun alles in den aktuellen Tendenzen der Naturausbeutung im 21. Jahrhundert in Lateinamerika? Und ich möchte ganz kurz darauf eingehen, dass sich diese Folgen zeigen in einem sich konsolidierten oder konsolidierenden Entwicklungsmodell, das vielerorts beschrieben worden ist als Extraktivismus oder Neo-Extraktivismus. Und ein zentrales hier nur zu reflektieren, dass es ein Entwicklungsmodell ist, das basiert auf Export und Wachstum und der vorausgegangenen zerstörerischen Ausbeutung von Rohstoffen und ihrer Inwertsetzung auf dem Weltmarkt. Insbesondere, und jetzt springe ich zum letzten Punkt, interessant für uns ist, dass die Inwertsetzung und Aneignung von Natur vor dem Hintergrund globaler, das Ganze braucht auch globale Kontextbedingungen und Rahmenbedingungen und in den letzten 20 Jahren hat es zumindest vorübergehend einen richtigen quasi Rohstoffboom gegeben, also einen Boom an Rohstoffpreisen auf dem Weltmarkt, der dazu beigetragen hat, dass Flächen und Rohstoffe, die bislang wenig lukrativ waren für kapitalistische Inwertsetzung, weil viel zu weit weg, zu schlecht infrastrukturell angebunden, die Rohstoffe viel zu dispers im Boden verteilt, technologische Herausforderungen viel zu hoch, viel zu teuer das Ganze, all das konnte überwunden werden mit der Aussicht auf hohe Profite aufgrund der hohen Rohstoffpreise auf dem Weltmarkt. Das heißt, das, was wir hier beobachten, ist eine Ausweitung kapitalistischer Aneignungsprozesse im Hinterland unter
dafür günstigen Bedingungen. Und das zeigt sich zum Beispiel, wenn man sich die Investition in Bergbau im Jahr hier 2014-13 anschaut. Etwa 30% der weltweiten Investitionen in Bergbauaktivitäten sind in dem Zeitraum von 2009 bis 2012 nach Lateinamerika geflossen. Also es wird weltweit einen Investitionsboom gegeben aufgrund der hohen Weltmarktpreise für Rohstoffe, aber besonders hoch in der Summe in Lateinamerika. Aber, und das ist wichtig, Kapital braucht politische Durchsetzung. Also von alleine hat noch kein Kapitalist und auch kein Markt, kein hoher Rohstoffpreis, das Gold in Lateinamerika gefördert. Das braucht auch entsprechende nationale Gesetzgebung. Das heißt, jede ökonomische Notwendigkeit global gesehen und auch des Kapitals bedarf der politischen Absicherung und der Durchsetzung. Und wir können hier sehen, das sind nur ein Ausschnitt, seit den 1980er, 90er Jahren hat es in fast allen lateinamerikanischen Ländern Reformen der Bergbaugesetzgebung gegeben mit Blick auf die Anziehung von internationalem Kapital und Investitionen. Überall hat es Liberalisierungsmaßnahmen gegeben, Deregulierungsmaßnahmen, Anreizpolitiken, Steuerbefreiungen, eine beschleunigte Bearbeitung von Umweltverträglichkeitsprüfungen und so weiter und so fort. Das heißt sozusagen, damit dieses Kapital sich verwerten kann, bedarf es politischer Rahmenbedingungen. Und die waren sehr opportun, unabhängig von Links- oder Rechtsregierungen in der Region. Die Folgen dieser Investitionen, die nicht nur Investitionen geblieben sind, sondern tatsächlich auch zu neuen Bergbauprojekten geführt haben, sind einerseits sozialräumliche Transformation und Verdrängung vorheriger Nutzung, wie hier zum Beispiel kleinbäuerlicher Landwirtschaft in den kolumbianischen Anden und die Ausweitung der Bergbaukonzessionen in einem Großteil vieler der lateinamerikanischen Länder. Hier ist ein Bild aus 2017 mit dem Stand der vergebenen, das sind die roten, und der beantragten, das sind die gelben Flächen, Titel, Konzessionen für Bergbau in Kolumbien. Das ist jetzt kein Wunder, das hier sind die Andenkordilleren und hier schlummern natürlich die großen Rohstoffreichtümer, deswegen knubbelt sich das hier auch alles in diesem Teil des Landes vor allem. Aber diese Entwicklungen rufen eben auch Konflikte hervor. Und das ist nur ein Ausschnitt von einem Konflikt, zu dem ich selbst geforscht habe, wo es um die Verhinderung einer geplanten industriellen Goldmine gegeben hat, eben in einem sehr fruchtbaren Region der kolumbianischen Anden. Die Konflikte um Bergbau in Lateinamerika sind so vielfältig und so zahlreich seit den 2000er Jahren, dass wir hier einen eigenen Vortrag darüber machen könnten. Das ist nur ein Beispiel. Die Frage, wie Gesellschaft, wie Natur angeeignet werden soll und stattfindet, ist gesellschaftlich umstritten in Lateinamerika. Es ist nicht einfach sozusagen durchsetzbar. Hier regt sich eine ganze Reihe von Protest und Widerstand. Und es geht genau darum, um die Frage, wie soll Gesellschaft ihr Verhältnis zur Natur gestalten? Und da möchten die Leute mitreden. Weitere Folgen dieser Tendenzen und Entwicklungen sind eine wachsende Zunahme von Entwaldungsprozessen und Entwaldungsraten im Amazonas, insbesondere in Brasilien. Ich habe hier zwei Abbildungen mitgebracht, die zeigen zweierlei. Einerseits, dass in Bezug auf die gesamte Amazonasregion hier in dieser Grafik wir sehen können, dass es zwischen 2000 und 2015 durchaus, sagen wir mal, auch Phasen gab abnehmenden Entwaldungsraten, ja, insbesondere in diesem Zeitraum hier zwischen 2005 und 2009 sehr deutlich. Dann kleine Veränderung und hier wieder einen starken Ausschlag in 2016, 17 und dann 20. Das sind auch Folgen sozusagen einer sich ausweitenden, akkumulationsprofitgetriebenen
Zerstörung von Natur, für die Urbarmachung von ehemaligen Regenwaldflächen, für die Landwirtschaft, für die Produktion von Soja, aber auch für den Bergbau in der Region. Entscheidend ist das, was ich vorher gesagt habe. Sowas erfolgt nicht sozusagen durch die unsichtbare Hand des Marktes. Das ist politisch durchgesetzt. Und wir können quasi, wenn wir wollten, an den Entwaldungsraten die politischen Regierungswechsel in Brasilien festmachen. Ja, sozusagen hier Impeachment gegen Dilma Rousseff, dann hier sozusagen, man könnte Putsch gegen Dilma Rousseff und dann der Regierungsbeginn von Jair Bolsonaro. Das heißt, wir haben es immer auch mit politischen Entscheidungen zu tun, die dazu beitragen, dass Naturausbeutung besonders zerstörerisch ist, ja oder nein. Das ist nicht einfach nur das Kapital, in Anführungsstrichen, das das tut. Es hängt von den Kräfteverhältnissen ab, damit sich das durchsetzen kann. Ein weiter Bereich, in dem wir sozusagen eine sozusagen profitorientierte, exportorientierte Naturausbeutung beobachten können, ist die rasante Ausweitung der Sojaproduktion in vor allem Brasilien, Argentinien und Paraguay, aber zuletzt auch in Bolivien und Uruguay. Ja, auch hier sehen wir eine Ausweitung eines bestimmten, und Kolleginnen von mir, Ben McKay, beschreiben das als Agro-Extractivism, ja, ist eine bestimmte Art der extraktivistischen landwirtschaftlichen Produktion, die dann in solchen Bildern kulminiert. Dann habe ich gesagt, zeigen sich die Folgen dieser Art der Naturausbeutung auch in einem Wandel, nicht nur der Naturverhältnisse, sondern auch der sozialen Verhältnisse. Und ein Indikator für einen Wandel ist sozusagen, sind die Besitzverhältnisse im ländlichen Raum. Die waren schon immer mehr oder weniger so, wie sie hier beschrieben werden. Aber in den letzten Jahren zeigt sich in einigen Ländern, zum Beispiel in Kolumbien, aber auch in Brasilien, dass die ohnehin historisch extreme Landungleichheit in Bezug auf Landbesitz zugenommen hat. Aktuelle Zahlen, 1% der Landbesitzenden in Lateinamerika verfügt über 50% der nutzbaren Flächen. Also der Großgrundbesitz ist enorm. Ganz konkretes Beispiel, in Kolumbien ist es noch extremer. In Kolumbien besitzen 0,4%, also so eine Handvoll LandbesitzerInnen, 67% der fruchtbaren Landflächen. 84% der landbesitzenden Bevölkerung dagegen nur 4%. Das heißt, die KleinbäuerInnen besitzen fast nichts oder haben auch zu fast keinem Land Zugang. Diese Tendenz der zunehmenden Landkonzentration in den Händen weniger wird angetrieben durch eben sozusagen diese Art der Produktion und der Aneignung von Land und Flächen. Das heißt, hier ist die Tendenz steigend. So, damit bin ich am Ende und komme zur Zusammenfassung und zum Fazit. Was lernen wir jetzt? Das Anthropozän beschreibt sehr treffend aus meiner Sicht den krisenhaften Zusammenhang, und ich möchte bewusst von Gesellschaft und nicht von Menschheit sprechen, von Gesellschaft und Natur. Allerdings werden die gesellschaftlichen Bedingungen der ökologischen Krisen, auf die ich hinweisen wollte, in der Anthropozän-Debatte außen vor gelassen, ausgeblendet oder nicht hinreichend präzise benannt. Das drückt sich aus in einer postpolitischen und postsozialen ontologischen Grundhaltung oder Grundannahmen, die hier vorherrschend sind. Und genau an dieser Stelle setzt das Konzept des Kapitalozäns an, das im Wesentlichen eins formulieren möchte, nämlich deutlich machen möchte, dass die ökologischen Krisen der heutigen Zeit und auch sozusagen des vergangenen Jahrhunderts die Folge immanenter Widersprüche kapitalistischer Produktionsprozesse sind. Das heißt, die Naturausbeutung im 21. Jahrhundert und eben auch davor folgt genau diesen Logiken, also den Logiken des Kapitals, des Kapitalismus, mal mehr, mal weniger. Aber, und das ist entscheidend, egal welchen Logiken das Volk
Es bedarf der politischen Durchsetzung. Und hier bleibt sozusagen diese postpolitische Perspektive, die im Anthropozän dominiert, aus meiner Sicht, hinter möglichen Antworten weit zurück. Und ich frage mich vor diesem Hintergrund, dass wir aus meiner Sicht analytisch wenig gewinnen, dass wir nun vom Anthropozän statt vom Holozän sprechen oder ob wir nun vom Kapitalozän sprechen, frage ich mich, weil das, was zumindest ich jetzt vorgestellt habe und was alle kennen zum Zusammenhang von Gesellschaft und Natur und den Ursachen ökologischer Zerstörung, das war uns auch bekannt, mehr oder weniger. Die Instrumentarien haben sie insbesondere in der kritischen Geografie ganz besonders an der Hand. Dazu braucht es aus meiner Sicht keine neuen Konzepte. Das heißt, aus meiner Sicht verschleiern die mehr oder abstrahieren mehr von den konkreten Bedingungen, als dass sie etwas erhellen oder erklären. Meine zentrale Frage zum Abschluss lautet also, wozu brauchen wir diese Konzepte? Das meine ich ganz ernst. Ich frage mich das wirklich, als ich würde da gerne darüber mit Ihnen diskutieren. Und damit komme ich zum Ende. Ich glaube, dass es um eine Repolitisierung der Naturverhältnisse gehen muss. Und ich habe hier eine ganze Reihe von Bildern mitgebracht aus Lateinamerika. Da geht es um alles Mögliche. Ich will mit denen nur zum Ausdruck bringen. Es sind die politischen Kontextbedingungen und Kräfteverhältnisse, die extreme Ungleichheiten hervorrufen, die aber auch sozusagen eine bestimmte Art und Weise der Naturaneignung durchsetzen, die zerstörerischer oder weniger zerstörerisch sein könnte. Das heißt, wir brauchen eine Debatte über die Politik, der Aneignungsprozess, die Politik der Natur oder die Politik von Natur. Und das fehlt meiner Ansicht nach in den Debatten zum Anthropozän, insbesondere vor dem Hintergrund der Imaginierung des Wirs und des Sprechens von der globalen Menschheit, die Differenzierung nicht zulässt. Vielen Dank.